Wir sind beim Stand von Aerolite. Neben mir steht Tilda Labudde. Tilda, hallo. Hallo. Vor 2 Jahren habe ich eine aufgebaute Aerolite 120 gesehen. Jetzt sehe ich einen Bausatz hier. Kannst du erzählen, was passiert ist? Es ist passiert, dass eine vermehrte Nachfrage war. Wir haben jetzt ja über 4, 5 Jahre, also sind 5 Jahre hier, 4-mal ein Fertigflugzeug präsentiert. Und es hieß immer, habt ihr nicht auch mal einen Bausatz? Und dann haben wir uns überlegt, können wir machen? Haben uns einen Namen überlegt, 80-Made, weil wir einen Bausatz verkaufen, der zu 80% fertiggestellt ist. Es gibt aber auch ein fertiges Flugzeug. Ich kann unverändert ein fertiges Flugzeug. Selbstverständlich, nach wie vor. Was ist mit der Motorisierung? Du hast erzählt, es gibt 3 verschiedene Motoren. Richtig. Also wir haben einmal sowieso 2-Takter. Das ist einfach gewichtsspezifisch hier bei uns, um das Leergewicht von 120 Kilo zu halten. Wir präsentieren einmal den Hirth F33BS, dann den Polinitor 200 und sind jetzt in der Flugerprobung für den Polinitor 250, der mit Wasserkühlung daherkommt. Wir begrüßen euch auch auf der Airfair letzten Maiwochenende. Und wir hoffen freuen uns schon drauf. Super. Danke, Tilo. Gerne.